Da sind wir doch schon wieder. Da sind wir doch schon wieder im Paradies. So. Mit dem hier wollte ich noch reden. Todeswurzel zeigen. Another fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weeding Deathroot. I'd like to earn the strength of beasts. If you're inclined to hunt more of those who live in death and weed their Deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Flex 30 Stunden reine Hauptstory wahrscheinlich. Wenn du nur die Mainbosse besiegst. Ich glaube, das Game ist deutlich größer. Ich mark the location for you of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Eine rote Markierung wurde auf der Karte platziert. Oh, lol. Portal. Mhm. Na, schau mal einer an. Die Markierung bleibt auch. Ja, da gucken wir doch mal hin. Chat, was haben wir eigentlich jetzt für Bosse noch nicht erlegt? Wir haben dieses eine Echsenviech, was uns die Ehre paar Mal genommen hat. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe ich wahrscheinlich noch nicht. Dann noch die zwei Drachen. Ah ja, moin, absolut versteckt das Portal. Jetzt bin ich mal gespannt, wo uns das hinbringt. Was habe ich verpasst? Nichts, wir haben gerade angefangen. What the fuck, wo bin ich denn jetzt? Oh mein Gott, Digga! Hä? Pepe, run, Alter. Oh, Gott sei Dank, Bonfire. Wichtig und richtig. Schnellzugriff fürs Pferd wollte ich zeigen, ja. Und zwar, in diesem Menü müsst ihr auf der rechten Seite, da seht ihr bei mir jetzt die Lampe und diesen Kürbiskopf und so ausgerüstet, da müsst ihr dann hin navigieren und dann mit Dreieck irgendwas auswählen. Und dann, wenn ihr dann die Waffen-Doppelhand-Taste, also eure Interaktionstaste doppelt gedrückt, lange gedrückt haltet, dann ploppt das halt auf. Bei mir ist es jetzt unten die Lampe oder den Kürbiskopf oder ich kann halt mir direkt mein Pferd reinrufen. So muss man das da unten nicht immer durchskippen. Viel besser finde ich das. So, der Bre wird wahrscheinlich wieder einen ehrenlosen Damage raushauen, so wie er ausschaut. Schauen wir mal. Oh, das ist ein Boss. Yo. Ah, entschuldigt. Ach so. Ja dann. Gott, ist der hässlich. Moin, drei Meister, gedrückt halten. Ja, bei mir sind die Tasten getauscht. Getauscht. Dabei zu sein klappt, aber leider nicht immer. Danke für die Donation, Mann. Und wenn du nicht immer dabei sein kannst, Rippchen, dann, ja, dann ist ja, dafür ist ja der Story Games Kanal da. Wird ja alles nach und nach hochgeladen. Also ich glaube, der Bre ist noch ein Ticken stark.
hier machen wir später weiter, würde ich sagen. Gab es jetzt hier oben bei der Kirche noch was? Beim Haus Karia, weil da ist immer noch die Rauchschwaden sind da. Ja, die Rauchschwaden sind ja auch hier noch. Hinter mir war noch eine Tür. Ja, aber ich glaube, das Gebiet hier ist zu hoch. Die helle Bade wollte ich zurückkaufen. Stimmt, warte mal. Ich hoffe, der Händler hat die noch. Verkaufen. Nee, kann ich nicht zurückkaufen. Ich weiß auch nicht, ob ich sie bei ihm verkauft habe. Scheiße. Goodbye for now. Ja, Chat, ich glaube, das Gebiet da ist zu hoch. Wo mache ich weiter? Unten oder oben? Großer Aufzug von Dektus. Mal da nochmal hingucken. Oh, schau mal an. Hier sind wir ja gestern nicht weitergelatscht, ne? Eine Sackgasse? Ist ein Aufzug, ne? Aber der scheint noch nicht zu funktionieren. Okay. Ah ja, ich weiß wieder. Muss mich gerade ein bisschen orientieren. Da ist so ein Käfer. Schmiedsteinstufe 3. Nehme ich. Okay. Also, hier sieht es nicht so aus, als ob es hier weitergehen würde. Verlassener Sarg oder... Ah, der, wie gesagt, beim Aufzug können wir ja nicht weiter. Gehen wir mal hier hin. Verlassener Sarg. Ich habe ein bisschen Nasenbluten vor diesem Magma-Gebiet da unten. Da habe ich einen richtig, richtig dicken Nasenblutenstrom habe ich da.
Oh ja, 1K. So will ich das. Junge, hat der ein Brotmesser? Mhm. Für die ganz großen Stullen, Digga. Chat, bitte nicht nach irgendwelchen Bossnamen die ganze Zeit fragen. Ihr spoilert rum. Ich habe erst zwei Main-Bosse. Godric und die Magierin. Deshalb, ich bin immer noch auf der Suche nach dem nächsten Boss. Main-Boss. Wie kann man die Buffs perma benutzen? Welche Buffs, Bruder? Ich habe Samurai-Klasse genommen, aber wir müssen jetzt auch mal langsam eine bessere Rüstung finden. Geht's denn da unten hin? Oh Gott, da unten ist auch noch was, Chat. Weil hier oben geht's ja logischerweise irgendwo hin. Ich will aber mal alles abgrasen. Überall kann was sein. Und ich warte immer noch, dass wir einen neuen Dungeon finden, wo wir rein können und Lootsteine finden. Also Upgrade-Steine, nicht Lootsteine. Hier sind die. Die fucking Blumen, die bocken gar nicht. Wenn ihr übrigens eine große Waffe führt, dann macht das Kämpfen auf dem Pferd so Spaß und ist so stark. Aber meine Waffe trifft einfach nicht, weil sie so kurz ist. Ich dachte, es wäre ein NPC. Wow, 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 ein HP-Boss. Aha, schau mal an. Haben wir Schlüssel? Yes, haben wir. Guck, hat sich wieder gelohnt, sich gründlich umzuschauen. Und langsam gibt es hier auch ganz gut Seelen. So gefällt mir das. Ein bisschen ableveln hier. Nice, nice, nice. Läuft, läuft, läuft. Seht ihr, wie stark dieser Talisman ist? Die erste Blume, ihr habt gesehen, die hat noch ein bisschen Leben übrig gehabt. Und als dann der Effekt getriggert ist, habe ich die andere gewone-shottet. Parfümflasche. Man muss auch die ganzen Items, Chat, immer sich durchlesen. Immer sich durchlesen, was man so aufhebt.
Handbuch des Parfümeurs. Jetzt können wir Parfüm herstellen oder was? Joel, nein, nein. Danke für die Doni. Da oben ist noch ein Item. Bist ja bald am Ende. Na, wahrscheinlich, Bruder. Nicht mal annähernd. Heraus. Herauswachsender Schmetterling. Eigentlich müsste die Pflanze mit einem Schnitt kaputt sein. Ja, fühle ich den Call. Fühle ich. Chat, ich habe die letzten Tage so viel gezockt, dass ich ein bisschen was es sogar an der Hand merke. Kennt ihr vielleicht? Wenn so die Sehnen eurer Hand so ein bisschen sich bemerkbar macht. Treppe übersehen? Ging es da noch irgendwo rein oder was? Ja doch, Michael, schon. So wie jetzt gerade, wenn ich eine Treppe und so übersehen habe, aber jetzt so, keine Ahnung, so. Ja, der und der Boss, so und so, das ist ja scheiße, wenn die das in den Chat schreiben. Ah ja, ja moin, der blinde Boss, Digga. Wenn ich den Chat nicht hätte, Digga, dann wäre ich hier noch nackig. Kuss, Chat. Bitte keine Teleportiertruhe. Digga, wie viele Talismane, ne, noch? Na egal, nehmen wir mit. So, gut, dass wir Schlüssel haben. Diese Statuen zeigen einem ja immer einen Weg zu einem Dungeon, ne? Tipps für Anfänger, Zombie Sword, grüß dich. Gründlich looten, deine Waffe upgraden, Bro. Und bei vielen Klassen ist die Starterwaffe gar nicht so nice. Also früh eine bessere Waffe finden, wenn möglich. Dass meine Trophäen relevant sind, kann ich dir nicht sagen, Bro. Okay, Dungeon Chat. Und mit ein bisschen Glück gibt es hier auch wieder Upgrade-Materialien. Aber sieht aus wie so ein anderer Dungeon. Es gibt hier immer so diese Bergbauhöhlen. Da gibt es meistens dann geilen Upgrade-Stuff. Moin! Oh ja, schaut mal, hier gibt es richtig saftige Seelen. So will ich das. Gräber. Taille, Stufe 5. Alter Reißzahn.
Sollte machbar sein, oder? Sich da hinten fallen zu lassen. Glaubt ihr, man soll sich da drauf fallen lassen? Schon, ne? Da stand X, oder? Ich hätte das Item in der Luft aufnehmen können. Hier ist zu noch, oder? Ja, hier müssen wir jetzt wieder den Hebel finden. Wow, 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 wow. Der ist sauer, dass wir ihm die Butter von seinem Brotmesser klauen wollten, Alter. Das Gebiet gibt gut Seelen, gefällt mir. Hat auch wieder ein paar Frame Drops leider. Und ich, vielleicht seht ihr es, die Kamera weiß manchmal nicht, was sie machen soll. Okay, und X-Bam. Hey, es geht so nicht. Okay, hier waren wir gerade. Wo ist denn dieser große Typ hin, der uns gerade getötet hat? Irgendwo muss hier wieder ein Hebel versteckt sein. Oder will das Spiel uns hier unten reinbaiten? Aber wir haben ja einen schönen Zauber. Scheusale Asche. Ich dachte, die sind alle am Leben, aber ein paar sind tot. Ich finde immer so hohe Stufen von diesen Lilien, aber ich brauche eigentlich nur Stufe 2 Lilien, damit ich mal meine Wölfe oder so upgraden kann. Ah, Runenbogen schmeckt. Oh, da ist er. Oh,
gekommen? Ach, der ist runtergesprungen vorhin. Ah, I see, I see. Den machen wir ganz Pussy-Style auf gemütlich. Haha, Loser. So, wir brauchen für den Weisheit 52. Okay, da ist noch weit hin. Aber irgendeine Magierin hat doch irgendeinen Kometen noch mit Schweif verkauft, ne? Den sollten wir vielleicht dann vorerst mitnehmen. Also, Minibus-Time. Entschuldigung? Fans, danke noch für deinen frischen Prime. Ingrim, danke für den frischen Prime. Collection, Codenase, bester Name, danke auch für den frischen Prime. Avocadi, danke auch für den frischen Prime. Jungbaumi, danke noch für 13 saftige Monate. Aber ich glaube, wir machen jetzt einfach gleich wieder den Beschwörungstricks. Sollte machbar sein, der Boss, würde ich sagen. Geht's denn zu dem Bossraum, Digga? Alzheimer Kick wieder. War davor keine Statue? Ach, da. Okay. Ah, wir können uns wahrscheinlich runterfallen lassen. Das sollte schneller sein. I see, I see. Oh, ey, Bruder, entspann dich mal. Okay, der wollte sterben. Also, lass mich mal überlegen. So, machen wir das. Zack. Erstmal hier einen Zipper gönnen. Ehrenbruder Kürbiskopf. Wenigstens habe ich meine Seelen noch bekommen. Ja, köstlicher Schaden. Ihr wisst ja, Chat. Regel Nummer 1. Wenn ihr gegen mehrere Gegner kämpft, immer auf die Fernkämpfer zuerst. Weil sie meisten am wenigsten aushalten und halt am meisten nerven, ne? Oder sogar am meisten Damage raushauen auf Range halt, ne? Okay, wir machen mehr auf Magie. Ich glaube, den Boss, da habe ich nicht großartig viel Zeit, mich großartig rumzuhealen. Da gehen wir mehr auf Magieschaden.
So, jetzt probiere ich mal. Na, das geht leider nicht. Ich muss durchlaufen. Schade, dass sie da wieder keine Statue vorm Bosseingang gemacht haben. Aber dann einfach jetzt nicht mehr sterben. Pfeifert. Arschlasen, Alter. Okay, wünscht mir Glück, Chat. Lief doch eigentlich gerade ganz gut. Das ist der große Brummer. Ah, okay. Muss ich noch ein bisschen besser ausweichen, den Bre. Ich glaube, bei dem Großen benutze ich mal meine Waffe. Eine Flasche weniger Mana, guter Call, beim nächsten Tod. Das mit Blut geht auch, könnte man auch noch ausprobieren, ja. Mir geht halt auf Blutungsschaden schon eine Menge Damage flöten, weil mit Magie durchwirkt halt meine Waffe deutlich mehr Damage macht pro Hit. Und Blutungsschaden muss dann halt wirklich richtig reinkicken, um den Schaden wieder rauszuholen. Drastic, ja, auf Magie und ein bisschen tanky. Okay, der haut auch Damage raus, wenn er will. Der haut auch Damage raus. Gut, dass wir ihn, ja, immer wegfokussen, Bruder. Das ist ja, ziemlich unfair, Digga. Aber der ist ja schnell weg vom Fenster. All good also. Machbar, machbar, machbar. Also extra Seelen mitnehmen, was soll der Geiz? Ich glaube, der ist aber absolut machbar. Der hat gute Angriffe zum Wegrollen. Habt ihr ja gesehen, dass ich schon echt ganz gut klargekommen bin auf seinem Angriffsmuster. Zwei Geister geht nicht zu beschwören. Man kann nur eine Beschwörung machen in einer gewissen Zone.
machbar. Erstmal ein Schild reinknallen. Immer gut und gerne gesehen. Nein! Zu gierig wieder. Aber war jetzt so vom... Was würdet ihr sagen, Chat? Ich glaube, meine Nahkampfwaffe macht bei ihm mehr Damage, ne? An dem großen Vieh. Dann machen wir es so. Wir machen jetzt unsere Heal-Staff. So, ich brauche nur eine Mana-Flasche. Das ist oft so, dass so große Gegner sehr hohe Resistenzen haben oder gar keine. Was ich geil finde, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, Chat. Wenn ich mit dem Magieschwert richtig schnell hintereinander Hits raushau, dann triggert da sogar der Talisman. Ultra sick eigentlich. Ja, mein Schaden ist auch lecker. Ist ein fairer Deal, wenn man selber krass Schaden macht und die Gegner auch. So, neue Runde, neues Glück. So guten Heal-Stuff, das ist hier mein Arschretter. Ja, hätte ich nicht schon so guten Heal-Stuff, wäre das hier deutlich schwieriger, aber so absolut machbar. GG's. 9k Seelen, schmeckt auch. Huh. Guten Damage, Mann. Guten Damage. Neue Asche, ja, ich seh's. Mache ich ein Gewinnspiel auf. Wir haben immer noch reichlich Keys, Chat. Level-Up-Aktion geht weiter. Alle 5 Tode, einen Key. Aber pro Gegner-Type oder pro Boss halt immer einen Key, ne? Also, Keyword ist... Schnapp. Nicht GG. Schnapp. Mit großem S. Rein in die Olga. 50 Euro Level-Up-Gutschein. So, einmal Level-Up. Einmal aufleveln hier in der Olga. Fast 2 Levels. Warte mal. Kriege ich genug zusammen?
Boah, ja, guck mal. Klar. Hä? Wenn wir mal einmal sich zwei Level-Ups hintereinander gönnen. Lone Wolf, danke noch für deine 19 Monate mit T2, mein Bester. Dankeschön. Stufenaufstieg jetzt aber hier. Zack, zack. Das Game trollt mich doch, oder? Dann hole ich mir halt die Ruhe noch kurz, Mann. Was habe ich für eine neue Rune bekommen? In welcher Kategorie sind die Aschen da? Asche des Parfümeurin. Asche der Parfümeurin Tricia. Also wenn die mit diesem Feuer da auch rumballern kann. Leute, wir haben sogar eins von diesen Gruselviecher als Asche. Müssen wir eigentlich mal testen, den Lachs. Eigentlich alles mal beschwören. Alles mal testen. Asche des Skelettenbanditen. Flugscheusal Asche. Da rüste ich jetzt mal. Der Kürbiskopf ist Ehre, ne? Der ist mega tanky. Ich denke, dieser Ritter Oleg, der macht mehr Damage, aber der Kürbiskopf ist halt einfach tankiger. Jetzt am besten noch sterben, dann nochmal sterben, dann sind alle Seelen weg. Ach, Digga, ich sehe halt nichts. Kamera ist einfach wieder der Endgegner. Gesagt, getan. So, und jetzt am besten auf dem Weg dahin nochmal sterben. Und dann minus 50k, Digga. Bester Geist gegen Gothric. Wenn du sie schon hast, Ehrenbruder Quali. Weil die dann halt hinten stehen bleibt und immer auf ihn schießt. Und wenn sie viele Hits durchbekommt, vergiftet sie ihn. Und dann kriegt er die ganze Zeit Giftkicks durch. Quali ist schon teilweise sehr geil. So, und jetzt ganz schnell raus hier. Sollte man das Starterschwert upgraden? Also, wenn ihr wirklich auch den Samurai nehmt, ich habe das Gefühl, das Standard-Katana-Chat ist wirklich nicht so gut. Man findet auch noch andere geile Katanas. Wartet, ich zeige euch den Lachs. Man muss halt einfach gründlich looten, ne? Man findet schon viele, viele geile Waffen. Hier, das ist das Standard-Katana, ne? Das Ushi-Katana. Man findet noch eine Meteorklinge und einen Mondschleier-Schwert. Das Mondschleier ist richtig gut. Skaliert auch mit Magie, hat aber auch den Blutungsschaden. Wo sieht man den Schaden der einzelnen Spells? Das steht nicht dran. Aber du kannst
anhand der Mana-Kosten, die ja so immer ungefähr denken, wie viel Damage ein Spell macht. Aber daran kann man es auch nicht immer messen. Der Schaden von Zaubern skaliert mit sehr vielen Sachen. Deinem Zauberstab, deinen Attributen, egal ob jetzt du auf Glaube gehst oder auf Weisheitsschaden, ne, skaliert alles immer mit. Dann also mit dem Gegenstand, wo du es halt wirkst, dann noch mit Items, die du anlegst, wie zum Beispiel irgendwelches Equipment, also auch Rüstung kann, ne, deine Stats boosten oder einen Talisman. Ja. Und auch temporäre Buffs. So, Stufenaufstieg mal hier. Ah, 2 Level in Weisheit, das schmeckt. Wo ich das Katana gefunden habe, das weiß ich gar nicht mehr, Bruder. Sorry. Man trägt nicht das ganze Spiel über die gleiche Rüstung, nein. Ich habe bis jetzt nur noch keine bessere gefunden. Die ist schon sehr tanky. Also die Starterrüstung vom Samurai kann man schon, glaube ich, das ganze Game über auch tragen, wenn man möchte. Hier unten ist so eine riesige Fläche. Hier muss doch noch was sein, oder? Außer irgendwelche verdammten Blumen. Chat, nochmal, ich empfehle das Spiel absolut. Auch wenn ihr wirklich noch nie ein Souls-Game gespielt habt, gebt dem Genre einen Try. Ihr werdet es hassen und lieben. Wenn ihr einmal reingekommen seid in das Genre, dann könnt ihr die ganzen anderen Souls-Spiele auch alle nachholen. Habt ihr so viele Spiele, die ihr daddeln könnt, das ist ein Traum. Und ich würde Elden Ring auch als erstes Souls-Game empfehlen, absolut. Oh, guck mal alle, Chat. Der erkundende Boss. Yes, Digga, wieder. Oh, bitte. Bitte eine Loot-Höhle, Digga. Bitte ein Bergwerk. Bitte ein Bergwerk, bitte ein Bergwerk. Oh, das sieht doch schon so aus. Yes, Digga. Huh. Ah ja, moin, das war ja obvious. Oh, doch kein Bergwerk. Was ist denn das jetzt hier, Alter? Oh, wieder Skelette, die aufstehen. Gar keinen Bock. Ah, chillig, chillig, chillig. Kann man Rüstungen upgraden? Also wenn, dann habe ich noch nicht den Schmied gefunden, der das kann. Wenn du auf ein spawnendes Skelett schlägst, dann sterben die. Aha. Oha. Nice. So, wie soll das hier gehen? Einfach rüber sprinten und springen oder was? Was, schafft man das? Fake-Wand? Ja, stimmt. Hier, oder? Ja. Nice. Verlorene Kriegsasche. Tankige Boss. Ah!
Was ist das für eine Waffe? Kannst du mal deine Stats zeigen? Wo bist du? Kannst du mal die Map aufmachen? Lohnt sich das Spiel? Lohnt sich das Spiel als erstes? Souls Game? Chatting in den Chat. Was ist das für eine Waffe, Digga? Welches Level bist du? Kannst du mal die Map öffnen, Digga? Hast du den und den Boss schon? Weißt du, wo ich hin muss am Anfang? Lohnt sich das Game wirklich? Würdest du das Game empfehlen? Das ist nice. Hä? Der ist neu gespawnt, oder? Weil ich nicht davon abgehalten habe, glaube ich. Idiot. Voll die Schatzkistenhöhle. Drachenwundenfett. Raptorkrallen. Einfach Raptor auch in dem Spiel vertreten. Goldener Großpfeil. 10-mal. Aha, da geht's zum Boss. Aha. Oh. Ich glaube, die sieht geil aus, Chat. Boah, direkt mal aus anlegen. Die sieht, glaube ich, geil aus. Mashallah. Na, okay, die Maske. Aber von hinten, wow. Dresscode it in, man. Okay. Ich dachte, hier passiert noch mehr, Alter. Holy shit. Hä? Das war's? Meine Waffe macht echt einen saftigen Stichschaden, ey. Aber das war kein richtiger Dungeon, oder? Weil sonst würde doch eigentlich hier so eine Flamme sein, die uns zurückportet. Oder hier geht's noch irgendwo hin. Hä?
einfach zwei Bosse in einer Höhle. Da fuck. Das ist ja auch geil. What? Er ist unsichtbar. Denkst du, man könnte es schaffen, es ohne zu sterben durchzuzocken? Klaro. Er ist unsichtbar, Chat. Mano. Ins Licht. Na, ich glaube, er hat so einen Unsichtbarkeitsring oder so. Ich glaube, man sieht ihn nur. Oh. Was soll ich da? Was soll das, Digga? Was soll denn das? Was soll das? Bro, also wirklich, ey. Ohne Witz, Mann. Irgendwo reicht's auch mal. Ja, schau aufs Wasser, Digga. Schon klar. Einfach zwei Bosse in einer Höhle. Und der ist einfach unsichtbar. Deine beschwörten Monster sollten ihn trotzdem sehen. Das ist eine sehr gute Frage. Eine sehr, sehr gute Frage sogar. Mit Prismastein abwerfen. Oh, er hat ihn getroffen. Oh Mann! Ach Mann! Oh! Habe ich jetzt keinen Bock drauf auf die Scheiße, Mann. Was soll die Kacke, Alter? Einfach, ach, Digga, einfach dumm. Der Zauber mit Sternenlicht.
glaube, den habe ich nicht mal gekauft. Oder? Habe ich nicht mal gekauft, Digga. Glaubt ihr, Magie hat Auto-Tracking, auch wenn er unsichtbar ist? Probieren geht über für Studieren. Cracky, danke für deinen frischen Prime. Willkommen. Das Worty hat es mir anders überlegt. Ich habe so Bock gehabt zu zocken. Na, ZX, ja, hau mal raus. Aber krass, einfach eine Höhle mit zwei Bossen. Gab's auch noch nicht. First time. Digga, so verdrückt. Was mache ich denn? Aha. Aha, sieh mal einer an. Nice! Okay, die halten ihn auf. Mann, ich... Dreck! Bruder, man hat so ein Adrenalin, Alter, wenn irgendein unsichtbarer Hurensohn die ganze Zeit an einem Arsch klebt. Die ganze Zeit trinke ich meine Tränke doppelt und dreifach, Mann. Ich bin so absolut abgefuckt schon wieder, Mann. Aber mit dem Spell geht's. Ja, aber so habe ich deine Mutter auch abgestochen mit meinem Schwanz von hinten. Hurensohn. Jetzt ist er weg, oder was? Machbar aber, glaube ich. Wenn ich mich nicht anstelle wie ein Idiot. Ah. Damage ist schon heavy von dem. Ja, geht eigentlich, geht eigentlich. Oh, ich würde ihm so richtig gerne mal mit dem Großmagieschwert eine auf den Dötz geben. Ja, der Try war gut. Bis auf das mit dem Trinken. Absolut. Mach Poison drauf, dann solltest du den sehen. Auch eine sehr gute Idee, Tim. Weil dann die ganze Zeit das Gift tickt, meinst du? Ja.
Und einer von euch hat auch geschrieben, ihn mit irgend so einem Leuchtstein abwerfen. Aber ich glaube, mit diesen Schwertern hier sollte es gehen. Aber wie soll man den machen ohne Magie? Was glaubt ihr? Irgendeinen Trick muss es ja da geben. Er macht halt unsichtbar solche verrückten Angriffsmuster. Scary Chat. Oh, ich hab mich so erschrocken. Das können die mit einem nicht machen, Digga. Imagine, ich wäre 80 oder so, Mann. Dann stirbt man doch vor Schreck, Alter. Irgendwie teleportiert er sich aber auch manchmal, ne? Komm, gönn! Oh, jawohl! Leben am Limit, Dicker. Holy shit, ey. Bruder, so Arschknattern wieder gehabt, ey. Holy shit. Einen Talisman haben wir bekommen, ha? Zeig mal her, bitte ein guter. Können wir gebrauchen fürs Dingbild. Ach so, ein Talisman. Zeuge mal her, den Lachs. Verbirgt den Träger beim Wegducken vor Gegnern. Ah ja. Stärkt heilige Angriffe. Verstärkt die Wirkung von Parfümobjekten. Mhm. Passiert nichts. Danke für den Code, bis der Beste kommt, auch AC Odyssey auf dem Story-Kanal. Grüß dich, mein Bester. Und ja, gerne. Viel Spaß damit. Und ich habe schon vor, dass wir irgendwann, wenn es mal wieder ruhiger wird mit den ganzen Story-Games, also keine neuen krassen Banger jetzt rauskommen, irgendwann wieder im Sommerloch, dass wir dann mal eine Assassin's Creed-Session machen. Dass ich dann mal alle Assassin's Creed-Spiele durchspiele nach und nach. Und dann wird das auch hochgeladen, ja? Da stand doch Ducken. Echt? Habe ich...
Oh, die Rüstung ist, by the way, auch ziemlich schwer. Die ist auch ziemlich tanky sogar. Obwohl sie geil ausschaut. Sehr nice. Oha, erhöht die Weisheit zulasten der Ausdauer. Erhöht die Weisheit um 3. Das erhöht die Ausdauer um 2. Muss ich die ganzen Items, Chat, das ist auch das A und O bei Souls Games, alle Items, die ihr bekommt, Waffen, Rüstung, alles durchlesen. Die Rüstung verbessert Sprungattacken. Ja, tatsächlich. Verstärkt Sprungangriffe. Geile Rüstung, Mann. Finde ich richtig Hammer. Oha. 16 Ausrüstungsgewicht. Die schwerste Rüstung, die ich bis jetzt gefunden habe. Oder Fat Roll, so schlimm. So schlimm, Bruder. Ich weiß ja nicht. Aber diese Rabenfedern passen übelst zu unserer Augenbinde. Wäre das Ding noch schwarz, Chat? Wäre das Ding noch schwarz, das wär's, oder? Rotkäppchen. Was ist das da eigentlich? Moin! Bringt das Item. Hat keinen besonderen Effekt. So viel Rüstung haben wir echt noch gar nicht bekommen, ey. Verrückt. Wo wir echt schon gut reingedaddelt haben in die Olga. Gewicht 3. Gewicht 3,6. Wie findet ihr die Kombi? Passt irgendwie nicht, oder? Ja, nee, das sieht schon besser aus mit der schwarzen Kapuze. Sieht schon so besser aus. So. Wir gehen jetzt da oben weiter. Weiter, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. So, ich mache Sub-Modus wieder raus. Alle können schreiben. Seid brav. Scheiße, die machen so einem Angst.
Aber hier gibt's endlich mal dicke Seelen. So wie ich das will. Herrschermaske, Herrscherrobe. Stärkt den Glauben. Mhm. Okay, nur der Kopf stärkt den Glauben. Jetzt haben wir echt schon ein paar Sachen zusammen für ein Glaubensbild irgendwann, demnächst mal. Ja. Nee. Hey, wie viele Drachen haben die in das Game gepackt, Digga? Was soll die Scheiße, Mann? Ich kann's wirklich nicht mehr sehen. Retalk mal. Also jetzt mal ohne Witz. Ich kann wirklich die Drachen nicht mehr sehen. Es macht keinen Spaß, die zu bekämpfen. Die sind sowieso alle immer gleich. Und man hat 5 FPS, Digga. Na gut. Dann, wir kämpfen mal den Lachs, aber mit Blutungsschaden. Man kriegt halt auch irgendwie nur, was weiß ich, ein paar Seelen und immer so ein Drachenherz, was mir nichts bringt. Hier rechts haben wir schon geschaut, ne, was da gibt. Michael. Yo! Okay. Ich nehme das zurück, dass alle Drachen gleich sind. Hä, warum hauen die manchmal ab, Digga? Das verstehe ich ja auch nicht. Bist du noch Samurai? Ich glaube, manche von euch verstehen nicht, wie ein Souls-Game funktioniert. Bruder, du kannst Rüstungen und Waffen wechseln, wie du willst. Du kannst sogar deine Stats verändern ab einem gewissen Punkt des Spiels. Guck dir das an, wie klein die Waffe ist, wie schlecht das einfach trifft. Oh, Digga, die Frames. Och, Mann, oh, das nimmt immer mehr zu. Es ist so schade. Es tut mir so im Herzen weh, Digga. Oh! Oh! Wie viele haben wir auf Tasche? Yes! Den. All gut, all gut. 3 goldene Saat auf Tasche, Mimasche.